Hallo meine Lieben, ich bin Irene Lauretti und ich begrüße euch ganz herzlich heute am 28.10.2018 zu unserer wöchentlichen Live-Mond-Paro-Sendung aus unserer Gesund-Mond-Kosmos-Gruppe Gesundheit mit dem Mond. Und ich möchte euch gleichzeitig auch ganz herzlich dazu einladen, der Gruppe beizutreten, wenn euch das Thema Gesundheit, Heilströme, Mond, Einklang mit dem Kosmos interessiert. Und ihr könnt dort auch gerne Fragen stellen. Und jeder, der an dem Thema interessiert ist, ist herzlich willkommen. Ja, und ganz dasselbe gilt natürlich auch für unsere Tarot- und Lenormand-Gruppe, die ich mit meiner wundervollen Kollegin Andrea Kasper aus Österreich führe. Andrea macht die Lenormand-Section und ich mache Tarot. Und da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen in unsere Tarot- und Lenormand-Gruppe. Schaut einfach nach. Die Tarot- und Lenormand-Gruppe ist eine geschlossene Gruppe, aber ihr könnt jederzeit beitreten. Gesundheit mit dem Mond ist eine offene Gruppe und auch dort lade ich euch ganz herzlich ein. Ja, es ist ein kalter Tag hier in England und wie ich gesehen habe auf Facebook, einige haben Schneebilder gepostet, auch in Deutschland. Wir haben zwar noch kein Schnee, aber dafür einen eiskalten, richtig starken Wind, den ich wirklich liebe. Ich gehe morgens immer als erstes aus dem warmen Bett raus in den kalten Wind am Meer und ich liebe es total. Ja, da fühlt man sich dann wenigstens richtig wach danach. Und die Wellen, die waren heute Morgen so hoch. Ich bin dann spazieren gegangen und bin dann hinter dem, da ist so ein Hotel. Dann habe ich nicht gemerkt, dass ich plötzlich eingekesselt war. Da musste ich dann wirklich durchs Wasser zurückwarten. Das geht dann ganz schnell, ja, weil sonst hätten mich die Fluten mitgerissen. Aber ich bin ja noch da, wie ihr seht. Ja, wir sind momentan im Zwilling, beziehungsweise der Mond, der ist aktuell im Zeichen der Zwillinge. Und die Zwillinge sind ja so ein wechselhaftes Zeichen. Das hat man im Übrigen gestern hier auch total gemerkt und auch heute am Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Zwillinge, wie gesagt, die sind sehr wechselhaft. Und das zeigt sich natürlich auch immer in der Natur, weil es ist ja immer eins. In der Natur durch wechselhaftes Wetter. Das Wetter kann sich nicht so richtig entschließen, was es machen soll. Und wir hatten gestern tatsächlich auch mal Wolken, mal Regen, Regenbogen, wunderschöne, auch heute Morgen. Hab versucht, ihn zu fotografieren, aber mein Fotoapparat ist da irgendwie nicht so gut, mein Handy-Fotoapparat. Aber wir hatten wunderschöne Regenbogen und wie gesagt, es wechselt sich immer ab. Und die Schlüsselenergie, um deine Zwillingsenergie in deinem Körper zu aktivieren und um dein Seelentor am zweiten Brustwirbel zu öffnen, der zweite Brustwirbel ist der Bereich des Halschakras. Es geht hier also ganz um Kommunikation, ganz im Sinne der Zwillinge. Und ihr seht hier, wie man das immer aus verschiedenen Bereichen, Sichtpunkten sehen kann. Ich beschreibe das ja in meinem Buch. Der Mond und der Kosmos gehört der Schöpfung, wie gesagt, mein Hauptwerk. Und ich werde immer wieder gefragt, auch von Lesern oder von Interessierten, was für ein Buch sollen wir uns als erstes anschaffen? Ich würde immer raten, der Mond und der kosmische Code der Schöpfung, ganz einfach. Es war auch für mich der Beginn für alles, weil im Grunde ist in dem Buch schon alles drin. Es ist ein sehr umfassendes Werk. Es hat einen theoretischen und einen praktischen Teil. Aber das Schöne ist, man muss nicht erst alles gelesen und verstanden haben, um es anwenden zu können. Und ich rate immer, das Buch sofort anzuwenden, indem ihr einfach, ihr seht, ich habe hier selbst lauter noch Notizzettel drin, indem ihr gleich zum praktischen Teil geht. Das ist der farbige Teil hier und die Farben, die bedeuten natürlich was. Das sind die Farben der Elemente. Sprich, wir sind heute im gelben Bereich, weil wir sind nämlich heute bei den Zwillingen. Und in was für einem Bereich wir sind, könnt ihr auch immer in meinem Mondkalender sehen. Das ist jetzt noch der alte Titel, der wahre Mondkalender. Mittlerweile heißt da Gesundheit in deiner Hand. Ich habe jetzt selber keinen mehr hier. Ich habe den letzten verschickt aus England. Den anderen habe ich in Italien. Da kann ich dann auch wieder welche verschicken. Wir sind hier noch im heute ja noch im gelben Bereich. Morgen früh um 0:28 Uhr wandert der Mond weiter in den Krebs, bleibt aber noch in dem gelben Bereich. Und ihr seht, wir sind dann nächste Woche, haben wir drei Farben. Ja, es kommt auch nicht immer vor. Wir haben Gelb. Dann geht es in die fünfte Tiefe, das ist die Herzenergie und die Dünndarmenergie. Das ist das Feuerelement. Gelb ist das Erdelement, dann haben wir Feuerelement und dann kommen wir wieder ins Wasserelement. Dann darf wieder alles durchgespült werden. Und das ist das Schöne, wer beides hat, den Mondkalender, der hat dann gleich die Farbe und der braucht noch nicht mal ins Inhaltsverzeichnis zu schauen. Der kann direkt zu der Farbe gehen und hat das richtige Kapitel mit der richtigen Info über das Element Erde. Hier habt ihr das Element Erde, wie gesagt.
allgemein erklärt, die erste Tiefe und dann natürlich die Organkraft, die heute die Magenenergie ist und die ihr harmonisiert. Ganz einfach, die einfachste Methode ist durch den Daumen. Einfach Daumen halten, harmonisiert die Magenenergie und harmonisiert die Kommunikation, nimmt die Sorgen, ist eine der beruhigendsten, einer der beruhigendsten Finger, sage ich mal, der auch beim Einschlafen hilft und auch bei Fieber zum Beispiel ist eine unheimlich beruhigende Haltung, diese einfach den Daumen halten, weil der Daumen, wie gesagt, den Magen, die Kommunikation, er lässt die Sorgen ab. Fließen aus dem Gesicht und wenn ihr euch mal den Stromverlauf anschaut von der Magenenergie, dann könnt ihr das selber auch nachvollziehen. Der beginnt hier unterm Wangenknochen und macht dann diesen Bogen im Gesicht, strömt dann durch die Schultern hinab, aber auch hinten in die Nieren. Seht ihr das? Er macht auch einen Abstecher in die Nieren und dann weiter die Beine hinunter in die Zehen. Und damit lässt er wirklich auch die, aktiviert das Lymphsystem hier und lässt alles abfließen und ist auch einer der wichtigsten Ströme zur Vorbeugung gegen Brustkrebs. Ach, da sehe ich gerade einige schreiben, das Buch ist angekommen. Ich meine, damit meint ihr wahrscheinlich Liebe, oder? Ja, ich hoffe, es gefällt euch, dieses Buch, ja. Da sage ich gleich auch noch was dazu. Also wie gesagt, die Zwillingsenergie. Eine ganz wichtige Energie, weil sie einfach auch als Lebensstilharmonisierer gilt, weil sie die Sorgen abfließen lässt und vor allem die Mitte reinigt. Ihr seht, der Zwillingsstrom, der Magenstrom ist ganz stark mittig bezogen. Der reinigt hier auf vier verschiedenen Bahnen den gesamten mittleren Bauchbereich. Und hier sitzen die Sorgen fest, die Emotionen, die Wut, der Hass, die Eifersucht, die Trauer. Das Trauer auch in der Brust natürlich, aber der Zwillingsstrom strömt auch durch die Brust. Also er reinigt wirklich alles und hilft im Übrigen auch bei Sinusitis. Auch der erste Schritt, der erste Aktivierungsschritt, den habt ihr natürlich auch im Buch auf der Seite. Wie gesagt, die Info habt ihr alle auch im Buch, in der Mond und der Kosmikheit der Schöpfung. Mit Foto dann immer, der Aktivierungsschritt, dann hier habt ihr ihn ganz einfach. Eine Hand unter den Wangenknochen und die andere unter das Schlüsselbein auf derselben Seite. Und dieser Schritt, der hilft im Übrigen auch ganz toll bei Sinusitis und auch bei Kopfschmerzen ganz einfach, weil er wirklich abfließen lässt. Dieses Energieschloss 22 ist eines der wichtigsten Energieschlösser, damit Kopfbezogenes abfließen kann und ist deswegen auch das, und das habe ich auch in dem kleinen Büchlein mit der Kraft deiner Hände nochmal dazu gemacht, als Anti-Schlaganfall-Vorbeuge. Dieses Energieschloss, auch wenn ihr es alleine haltet, so überkreuzt, das 22, man kann da im Übrigen auch so drauf klopfen, ja, einige Energiehalter. Therapeuten, die machen das auch, kann man zusätzlich machen, das regt dann nochmal die Lymphen an, aber auf jeden Fall dieses Energieschloss 22, wenn das zu ist, dann staut die Energie zurück und fließt praktisch rückwärts wieder in den Kopf anstatt nach unten, weil der Energiefluss soll ja immer hinten hoch und dann vorne wieder runterströmen. Das ist immer dieses ewige Auf und Ab, dieses Ei, ja, dieser Lebensstrom, den ihr ja auch täglich aktivieren solltet. Ich habe das ja auch im Buch und immer auch in meinem YouTube-Film. Dann gebt ihr einfach ein, Irene Lauretti, Aktivierung zum Beispiel Lebensstrom oder Aktivierung Magenstrom und dann findet ihr alle Ströme, die ich im Buch beschrieben habe, auch von mir nochmal live demonstriert auf YouTube. Hier nochmal dieser Lebensstrom. Ihr seht hier den Lebensstrom, hinten den Rücken hoch und vorne runter. Ja, und wie gesagt, wenn das Energieschloss 22 zu ist, dann kann es vorne nicht abfließen, dann staut es zurück und dann kann es zu Schlaganfällen kommen, weil ganz einfach, das sind richtige Explosionen im Kopf. Ja, so viel zur aktuellen Mondkraft. Wie gesagt, mehr dazu immer in der Mond und der Kosmikheit der Schöpfung und in dem Mondkalender Gesundheit in deiner Hand. Das ist hier noch der alte Titel, aber das Layout und alles bleibt gleich. Der aktuelle Energetisierungsfinger, wie gesagt, ist der Daumen und ansonsten habt ihr auch die vollständige Strömsequenz oder einfach nur den ersten Schritt. Das könnt ihr selbst entscheiden. Ihr könnt auch nur den ersten Schritt machen, den ihr als Foto immer im Buch habt. Dafür etwas länger draufbleiben. Und das Organ immer auch visualisieren in der entsprechenden Energetisierungsfarbe. Das ist die Farbe, die angegeben ist im Mondkalender und in der das Kapitel gehalten ist, also gelb. Hab heute leider nichts Gelbes gehabt, hätte gern was Gelbes angezogen. Aber hier in England ist meine Garderobe etwas anders als in Italien.
In Italien ist sie logischerweise etwas farbenfroher und in England ist sie eben auf die Natur hier abgestimmt und die ist etwas rauer. Ja, Bildübertragung ist schlecht, das liegt einfach am Sturm, kann ich nichts ändern, tut mir leid, das liegt hier an dem aktuellen Wetter. Ja, die Karten, die ich gezogen habe, ich habe auch schon die Tarotkarten gezogen für euch, sind heute als Wochenkarte, als große Arkana, die 7 der Siegeswagen. Der Siegeswagen, der ist so eine Sache. Also er ist der Sieg, die 7 ist Sieg, also mehr zu den Zahlen übrigens, erfahrt ihr ja immer in meinem Buch Seelenzahlen. Da könnt ihr auch euch ja eure aktuelle Jahreszahl, eure aktuelle Lebenszahl errechnen und das ist ganz interessant zu sehen, wo ihr aktuell seid in einem 10er-Zyklus. Wirklich sehr aufschlussreich und natürlich auch eure Partnerzahlen und die Tageslebens-, Schicksals- und Gesamtzahl. Und die 7 ist ein Jahr, auch wenn man in ein 7er-Jahr reinkommt, das kann sehr befreiend sein. Es geht hier um die Herzenswahrheit. Da tun sich unheimlich viele Dinge auf, aber es ist nicht unbedingt einfach. Ihr seht, hier ist der Wagen, es ist der Siegeswagen, ja. Aber man muss die Balance halten zwischen Weiß und Schwarz, zwischen negativ, positiv, positiv, zwischen Ego und Wahrheit der Seele. Also es ist ein Sieg, den wir uns erringen müssen, wobei Erringen nach Kampf sich anhört. Es ist ja eigentlich kein Kampf. Es geht wirklich darum, sich immer wieder zu identifizieren mit diesem gelb-goldenen Licht. Ja, welches der 7. Tiefe der Wahrheit, der Quelle entspricht. Und das sehen wir auch ganz interessant bei den großen Arkana-Karten, wo es wirklich darum geht, noch mehr, sie sind ja alle spirituell, aber noch mehr um dieses Ego zu transformieren. Es geht nicht darum, das Ego zu töten, weil das können wir nicht. Es ist Teil von uns selbst. Es geht darum, es an die Kandare zu nehmen. Und das ist genau dieser Wagen. Die 7 als Wochenkarte zeigt, da gibt es einige Sachen, die auf uns zukommen, die nicht so leicht werden, wo wir schon etwas dafür tun müssen, sagen wir mal. Es kommt nicht alles einfach so von alleine, aber es sollte dennoch siegreich sein. Und auf was sich das bezieht, zeigen dann die 3 weiteren Karten, die ich gezogen habe. Da kam erstmal die 4 der Schwerter. Die 4 der Schwerter ist noch eine Haltekarte. Da geht es darum, um Regeneration, um wieder Kräfte tanken. Aber die liegt ja schon mehr in der Vergangenheit. Ja, das ist die Karte links. Links ist immer Vergangenheit. Dann gehen wir ins Jetzt und in die Zukunft. Und wir haben jetzt hoffentlich auch mehr Kräfte getankt und beziehungsweise es auch etwas ruhiger genommen. Bei mir war es tatsächlich so, als der Kälteeinbruch jetzt kam. Da ging es mir nicht so gut und da bin ich mal einen Tag ausnahmsweise morgens im Bett geblieben, anstatt an den Strand zu gehen. Und das war gestern, aber heute bin ich natürlich wieder am Strand gewesen. Und ich nehme an, das war auf gestern bezogen, bei mir persönlich. Bei euch, wie gesagt, so müsst ihr sehen, was das bedeutet. Oder vielleicht sagt euch die Karte auch, dass ihr etwas zurücktreten sollt und etwas nach euch sehen sollt. Wir kommen ja morgen auch in den Krebs rein und das ist so eine heimelige, kuschelige Energie, die Milzenergie, das ist die mütterliche Energie, die große mütterliche Umarmung. Da geht der Mond morgen früh oder heute Nacht um 0 Uhr, hab's vorhin gesagt, hab's jetzt gerade nicht vor, ja, 0 Uhr etwas rein. Und da geht es auch darum, es etwas gemütlicher zu nehmen, ja, sich vielleicht mal verwöhnen lassen, massieren lassen oder was auch immer. Ach, morgen kommt übrigens ein Kollege von mir vorbei und dann werden wir uns gegenseitig strömen. Das bedeutet das wahrscheinlich. Dann liegt allerdings das Ass der Münzen drin und das könnte ein Vertrag sein. Ein neuer Vertrag oder ein neues Arbeitsverhältnis oder auch etwas Berufliches. Die Münzen sind ja immer etwas Handfestes. Hier geht es um Handfestes, um auch Immobilien, um Gelder, um Verträge. Eine sehr gute Karte, weil es das Ass ist. Da wird uns etwas angeboten. Es wird uns wirklich auf der Hand gereicht. Ihr seht das auf dem Bild. Ja, bin ich mal gespannt, weil ich habe nämlich eigentlich gerade jetzt eine Absage jemandem gegeben, mit dem ich eigentlich einen Vertrag erwartet hätte. Aber das ging mir nicht schnell genug und dann habe ich gedacht, jetzt gebe einfach ich die Absage und das hat doch mal richtig gut getan. Aber wie gesagt, hier liegt einer drin. Mal gucken. Und daneben liegt ganz viel Kommunikation drin. Die 8 der Stäbe bringt richtig viel Energie rein. Ihr seht hier diese fliegenden Stäbe. Die Stäbe sind Feuer und die fliegen hier. 8. 8 ist die Zahl der Kraft und der Macht. Hier kommt richtig Power rein. Das am Ende der Woche. Und das zusammen mit der 7 hier. Also es sollte eine interessante und auch eine erfolgreiche Woche werden. Wir haben keine
negativen, in Anführungsstrichen, Karten dabei. Wir haben nur Karten dabei, die sagen, es ist nicht so ganz einfach. Ach, die Kommunikation, ja, ich gehe Ende der Woche nach London, das wird es wohl auch sein. Ja, ich wollte noch sagen, mein amerikanisches Buch Feeling Great with the Moon hätte heute erscheinen sollen und ich war sehr enttäuscht zu erfahren, dass die Herausgabe verzögert wurde aufgrund von Logistikproblemen und auch Problemen mit der Druckerei oder irgendwas war da. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es wird ja in China gedruckt und der Herausgabetermin ist jetzt am 15. Dezember für die USA und 5 bis 6 Wochen später weltweit. Hab mich sehr enttäuscht, weil ich eigentlich schon mehrere Vorstellungstermine hier hatte in England und in London und ich fahre jetzt aber trotzdem nach London und werde trotzdem schon mal überall in den Buchläden meine Flyer verteilen und so weiter und bin dann wieder da, wenn es dann erscheint in England und werde halt dann meine. Ich hab gedacht, das hat einfach keinen Zweck, jetzt eine Präsentation zu machen ohne physisches Buch in Händen. Und mein Buch kam schon an in Italien, das wurde mir gesagt, aber ich habe es noch nicht in Händen, weil ich gerade nicht in England bin. Ja, das ist der Nachteil von dem Lebensstil, immer mal hier, mal dort. Das eine Sache ist in einem Land, die andere im anderen. Ich habe es noch nicht in Händen, ich habe auch noch nicht Liebe in den Händen. Das kam auch in Italien an, aber ihr habt es ja schon. Viele von euch haben es schon. Und ich habe schon super, ganz tolle Rezensionen bekommen. Und die Leute sind wirklich begeistert. Wobei, und das ist das Interessante, muss ich auch sagen, wollte ich jetzt auch mal ganz gerne sagen zu dem Thema Liebe. Ich wurde ja oft gefragt, warum nimmst du gerade diesen Titel? Warum schreibst du Liebe? Und dann habe ich gesagt, ohne zu denken, weil es genau darum geht. Es geht um das Thema Liebe. Warum soll ich einen anderen Titel nehmen? Und viele haben gesagt, oh, mit dem Titel wirst du aber nicht viele Bücher verkaufen. Nimm doch lieber einen Titel, der richtig reinhaut. Irgendwas mit Sex soll es sein. Ja? Und wenn man sich mal diese Dinger anguckt, die Titel auf Amazon, ist mal ganz interessant, so ein bisschen Research macht. Es ist tatsächlich so, die Bücher mit Sex, die sind alle Bestseller. Die Bücher mit Liebe, nee, die dümpeln da irgendwo weit hinten rum. Oder natürlich, man haut dann noch so ein richtig schönes, also für mich sind das wirklich Kraftwörter, die ich eigentlich sonst nie benutze. Es fängt mit F an, ich sag's jetzt auch gar nicht. Wenn man sowas noch in den Titel reinmacht, dann hat man richtig auch eine richtig gute Kundschaft. Ich habe das bewusst nicht gemacht, weil ich will die Kundschaft nicht anlocken müssen. Ich will, dass das Buch die Menschen findet, die es braucht. Und die wird es auch finden, auch wenn im Moment natürlich es noch sehr dahin dümpelt, weil dieser Titel Liebe tatsächlich. Im Grunde ist Liebe nicht etwas, was die Leute wollen. Also es ist im Grunde die missverstandenste Sache der Welt. Im Grunde wollen die meisten etwas ganz anderes. Sie wollen etwas haben. Und Liebe ist nicht etwas, was man hat. Und genau paradoxerweise darum geht es in dem Buch. Liebe ist etwas, was man ist, was man lebt. Es ist eine Lebenseinstellung, beziehungsweise es ist einfach dieses vollkommene Offensein, diese Dreieinheit Leben, um die es in allen meinen Büchern geht. Und im Grunde kann die Liebe sich auch wie eine Blume erst entfalten und auch zu einem kommen, wenn man dieses Prinzip verinnerlicht hat. Ich sage jetzt extra nicht verstanden, weil das ist zu verstandesbewusst, sondern verinnerlicht hat. Und darum geht es in dem Buch. Und das beinhaltet natürlich auch das Wörtchen Sex, weil das ist mit inbegriffen. Aber niemals nur das. Und nur um jetzt Leser zu finden, hätte ich deswegen mein Buch niemals mit einem Titel. Mit solch einem Titel jetzt in die Welt rausgeschickt, weil, wie gesagt, die richtigen, es wird schon an die richtigen Menschen kommen. Auch wenn es im Moment noch so dahin dümpelt, leider. Ich wünsche euch, da hat noch jemand was geschrieben, ach, die Inka, die Karten passen in letzter Zeit immer zu hin, 100% schreibt sie. Und da ich ja weiß, was ich für die Woche geplant habe, kann ich jetzt schon sagen, dass sie wieder voll zutreffen. Naja, toll, Inka. An dich habe ich gerade gedacht diese Woche und habe gedacht, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört und deswegen freut es mich, dich hier zu sehen. Ja, ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich bin nächsten Sonntag in London. Bin noch nicht sicher, ob ich von dort aus auch live gehen kann. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich biete jetzt schon wieder die große Jahresvorschau an, und zwar mit Numerologie und Tarot. Und zwar mache ich das dieses Jahr etwas anders. Ich habe zwei verschiedene Angebote. Eines ist die große Jahresvorschau natürlich mit Tarot. Die ist immer dabei für alle 12 Monate, ein Gesamtbild.
Dann kann man dieses Jahr aber besonders auch noch eine Frage stellen, sprich, ob man mehr auf die Partnerschaft bezogen das haben will oder mehr auf den Beruf. Und dazu mache ich natürlich wieder die große numerologische Auswertung oder aber, und da habe ich dann auch zwei Preise, die einfach nur die aktuelle Jahreszahl und was die für einen bedeutet. Weil ich habe ja für einige von euch schon die große numerologische Auswertung gemacht und so habe ich mir gedacht, also große numerologische Auswertung, darunter meine ich die Tageszahl, die Lebenszahl, die Schicksalszahl und die Gesamtzahl und was das bedeutet. Das ist die große. Und die kleinere wäre dann einfach im Kontext zur aktuellen Lebenszahl das Tarotbild. Wie gesagt, das biete ich ab jetzt auch wieder an. Ich mache da allerdings nie mehr als ein oder zwei pro Tag, weil ich mir dafür immer sehr viel Zeit nehme. Also bitte um Verständnis, wenn es dann auch etwas Wartezeit gibt und wie gesagt, um rechtzeitiges mir schreiben. Ich mache das schriftlich oder wenn ihr es wollt, können wir das auch mündlich per Chat machen. Und wenn ich in Deutschland bin, ab dem 8. Auch gerne per Telefon. Ich wünsche euch eine schöne Woche mit dem Siegeswagen. Bis nächsten Sonntag. Hoffentlich alles Gute. Tschüss.